Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück bei Minecraft Hardcore. Der Typ schläft hier irgendwie verkehrt. Mit dabei ist der Yogi. Hello, Krian. Schlafen wir? Das Bett ist belegt. Ich würde gerne, aber hier ist ein verbuggter Villager. Ich kann ihn nicht aufwecken. Ja, er schläft halt tief. Ja, ich muss jetzt ein anderes Bett schnell finden. Find du mal ein anderes Bett. Habe ein anderes Bett gefunden. Ja, das ist doch gut. Jetzt bin ich im Bett. Und die Nacht wird durchgeschlafen. Dann können wir hier auch mal auf 35 gehen, würde ich sagen. Oh yeah. So. Du bist arbeiten, du willst Roots. Das ist das Falsche. Wieso will von euch denn keiner Weizen? Niemand möchte dein abgelaufenes Weizen haben, Krill. So. Jetzt gehen wir da mal raus. Ja, dann mach doch die Tür auf. Ja, dann mach doch deinen Scheiß. Ich habe kein Eisen mehr einstecken? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich muss wieder einen weiteren Typen hier einsperren, gefühlt. Ist okay, ich meine, daran habe ich das Dorf erkannt vorhin. Übernehm den Job, los. Übernehm ihn. Übernehm den Job. Ich möchte diesen Job nicht kaufen. Ach Mann, da ist ein Händler, aber du bist der Falsche, gell? Ja, du bist der mit Rote Beete. Rote Beete, frische Ruhe. Rote Beete ist der Satan. Jetzt haben wir 9. Weizen. Halleluja, da haben wir ihn. Dann machen wir das doch mal so. Und hier, du bist der Typ, guck mal. Davon hätte ich bitte gerne ganz viele. Ich glaube, ich komme aber auch maximal auf... Oh, mehr will er nicht. Okay, ich muss warten. Ja gut, der muss auch erstmal sein Lager wieder leer räumen. Dann für einen... Smaragd, 4 Kürbiskuchen kaufen. Naja. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, findet er auch. Hier, du Bauerlehrling. Willst du vielleicht? Was willst du? Was guckst du so? Ma-o-am. Die schütteln gerade den Kopf. Ich glaube, die reden über mich. Nein, das ist voll der Penner. Der klaut mir so viele Jobs. Könnte sein, dass sie mich über den Tisch gezogen haben. Nee, glaube ich nicht, Krian. Glaube ich nicht. Sieht relativ... Wir dauern hinterher. Ich hätte ehrlich gesagt gern noch einen Komposter. Ich wollte gerade sagen, du sagst gleich, du hättest gern einen Kompass. Aber ich würde sagen, nee. Einen Kompass habe ich noch. Der bringt zu viel, sowas kriegst du nicht. Ah, hier, guck mal. Gib her, ich kaufe noch mehr bei dir. Da werden die Deals wieder rausgeholt. Ja. Und jetzt kann ich, glaube ich, genau eins dieser Mendingsbücher kaufen. Cool. Vielleicht hätten wir einen Raid starten sollen. 1, 2, Guten 3, einfach 4, 5, einsperren. 7, Wer bist 8, du denn? 10, 11, 12, 13. Eisläufer? Wieso habe ich 14. Jetzt 2 Bibliothekare hier drin? Das macht keinen Sinn. Nö, nee, Sinn macht das nicht. Ich habe jetzt 2 Bibliothekare. Egal, jetzt wohnst du auch da. Mir doch egal. Na gut, der geht raus. Dann halt nicht. Er will doch nicht da wohnen. Hat keine Lust mehr. Ja, schwache Leistung, ganz ehrlich. Ich hab dir ein Mending-Buch mitgebracht. Das ist doch schon mal was. Danke dir. Wahrscheinlich hätte da wieder arbeiten müssen. Weißt du? Die wollen ja alle nicht mehr arbeiten, die Dorfbewohner. Vielleicht sollten wir den Weg zum Dorf auch schön am Boden markieren. Ja, einmal mit der Schaufel lang. Zum Beispiel. Und am besten dann auch noch mal mit Fackeln. So ein Glastunnel. Hast du verschiedene Let's Plays von Minecraft geguckt oder bist du da gar nicht so drin, dass du irgendwas anschaust derart? Also ich habe lange nichts mehr gesehen in der Richtung. Was ich gesehen habe, ist von Pete's Meat, alle Seasons. Und tatsächlich von Kronk, die 1000 Folgen. Irgendwann habe ich aufgehört, aber viel, sagen wir es mal so. Habe ich auch nicht gesehen. Und immer mal wieder irgendwelche Videos, die mir halt vorgeschlagen wurden. Aber es gibt so einen, der ist relativ bekannt geworden mittlerweile. Der macht immer so Extrem-Videos von Minecraft auch. Und das finde ich aber irgendwie nie so, weil es ist so sehr auf Effektgehasche, sag ich mal. Das finde ich dann nicht so geil. Ooh.
Ein verzaubertes Buch. Ja, ich wollte eine Anspielung machen auf Gorobei und Nephias. Sagt mir nichts. Ach, welches Projekt war das? Haben sie auch ganz großes Modpack gespielt und sowas. Und da haben sie dann eben angefangen zu bauen und dann wurde etwas kritisiert, dass es eben nicht schön aussieht. Mhm. Zum Beispiel solche Wege nicht da waren, die eben manche gerne gesehen hätten. Und dann haben sie halt gemeint, ja, wir können ja dann vielleicht einen Zuschauer dafür einladen. Haben sie dann auch gemacht und da kam eine vorbei und die wurde dann immer die Bauschlampe genannt. Yay. Liebevoll. Ach so, und dann. Ja. Und da wollte ich jetzt eine Anspielung drauf machen, aber wenn ich jetzt gesagt hätte, wir können uns ja eine Bauschlampe anholen, ohne den Kontext zu erwidern, und jemand kennt diesen Kontext nicht, hätte ich als das Arschloch dagestanden, dass ich nun mal bin und das wäre eben schön. Nee, das der Reveal wäre zu früh. Also. Ich bin jetzt schon bei der dritten Reihe an Kubert hier. Nice. Noch, ich sag mal, 2398 Touren und wir sind durch. Ja, cool. Da sehe ich uns. Kann ich das essen? Ich will eigentlich gucken, ob ich das essen kann. Können wir das vercraften? Was denn, die Goldbeeren? Ja. Ja, die kannst du in Goldbeeren verwandeln. Man kann einen Rohgoldblock machen, der wäre auch ganz gut gewesen, glaube ich. Ja, aber Gold hatten wir jetzt ja nicht so viel. Herze. 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 31 Stück brauchen wir noch. Es gäbe tatsächlich auch noch einen... Will ich da gar nichts mehr draus machen? Also wolltest du mich aber wieder anlügen? Es gäbe noch einen tiefen schiefer Ziegel, der sieht im Prinzip aus wie den Stein, den wir hier oben verwendet haben. Und den kann man aber nicht mehr aus dem machen, den wir jetzt gemacht haben. Und der sieht auch nicht so geil aus, muss ich ja gestehen. Ich glaube, ich würde sogar ein Dach über unsere Farm hier machen. So an den Rändern dann so Baumstämme hoch machen und dann spitz nach unten laufen zu, damit eben nicht so viel drin spawnen kann. Ja, ist gar keine schlechte Idee. Ich glaube, das würde was hermachen. Ich weiß nur nicht, ob es die Poles in dem Sinne gibt. Ich meine, wir können auch unser komplettes Gebiet hier mal ausleuchten, sag ich mal, und dann einkerkern mit einer Mauer. Brauchen wir aber ehrlich gesagt nicht. Nö. Aber könnten wir. Ja, hätte ich da lassen können. Ne? Hätte ich jetzt nicht weghauen müssen. Aber ja, ne? Ist passiert. Wir brauchen 8 Stück. 8x8 ist 4. Du hast jetzt aber dann doch keine... Konturen reingebracht mit Slabs und so. Nö. Man muss ja nicht. Hab ich nur vorgeschlagen. Ja, nee, so habe ich auch eher aus dem Grund noch gemacht, dass ich nicht so genau weiß, wie ich das machen wollen würde. Und dementsprechend jetzt erstmal so arbeite. Wird man wohl hier hochgehen? Vorne hochgehen, dann spitz runterlaufen lassen, dass das hier auf 3, vielleicht 4 Blockhöhe zuläuft. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Aber da unten den ganzen, da ich alles mit Cobblestone gemacht habe hier. Da hinten das Rote, wahrscheinlich ein helles Holz, aber ich finde Birke ist auf Dauer halt auch nervig. Ja, Birke sieht so billig aus. Mach ich die Decke im Keller weiß oder dunkel? Ich würde vielleicht irgendwas Mittelmäßiges finden, weil du hast den Boden weiß. Eben, ne? Grau. Was haben wir denn da so für Holzen? Eiche,
Birke. Akazie hat so ein. Ja, könnte man vielleicht nehmen. Wahrscheinlich als Stamm aber dann, oder? Ein Akazienstamm und dann mit so einem dunkleren Holz runter. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, das könnte auf jeden Fall noch was aussehen. 5 hoch, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wahrscheinlich hier vorne, dass er ein bisschen übersteht. 1, 2, 3. Es gab doch irgendeine Taste, wenn ich damit in der Kiste klicke, sammelt er mir alles zusammen, was gleicher Typ in der Kiste ist, oder? Du kannst es dann alles ins Inventar holen und doppelklicken, meine ich. Ah, ja. Meinst du, 3 ist zu niedrig? 3 kann auch so Zeug spawnen, wir haben Platz, also das finde ich jetzt nicht als zu niedrig. Ja, ich bin mir halt nicht sicher, wenn ich jetzt hier nämlich so eine Decke reinziehe, das vielleicht so niedrig, so klaustrophobisch wirkt. Da bin ich mir nicht sicher. Ja gut, also ich meine, Keller und so ist 1, 2, 3, 4 hoch, aber das sieht sehr groß aus, also 3 dürfte eigentlich reichen. Ja, wir können auch übrigens pennen gehen. Schon wieder, das ist ja hier. Ein Luxussegment. Ja, so ungewohnt, nachdem wir davor unterwegs waren. Dann 36, gell? Dann ist 36, ja. Wenn man dieses Mending auf irgendwas drauf hat, das muss aber nichts sein, mit dem ich auch tatsächlich die XP mache. Ich muss das nur in der Hand halten, oder? Ich glaube. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, inwiefern. Okay. Das musst du dann eventuell mal testen. Hatten wir nicht auch mal... Hast du Holz schon runtergebracht? Kann das sein? Nein. Wir hatten doch so dunkles Holz oder haben wir das gar nicht mitgebracht? Wir haben hier nur Akazienholz tatsächlich drin. Ich meine so richtig dieses Dunkle, wo wir da hinten in dem ganzen Wald hatten. Haben wir, glaube ich, entweder genutzt oder nie mitgenommen. Mache ich mich mal auf den Weg und hole mir mal so ein bisschen dunkles Holz. Mach das mal. Ich hüpfe auch mal ein bisschen durch die Gegend, besorge ein bisschen Kies. Ich glaube, da haben wir nämlich auch keinen mehr. Na, 10 Stück. Das ist jetzt nicht gerade viel, ich brauche ein bisschen mehr. Das graue Holz sieht interessant aus. Moin Hühnchens. Ja. Bock, bock, bock. Ich glaube, wir haben die Saat mitgenommen, aber nicht angebaut. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Da kommt so ein kleines Kiesfeld einfach mal hier irgendwo. Klappe Huhn. Da schwimmt eine Schildkröte da hinten. Voll entspannt. Ach, wir haben übrigens Schildkröte. Das waren einfach nur Fichten, mehr war das nicht. Das war kein besonderer Baum. Ach so. Wir haben übrigens Schildkröten direkt hier links von uns. Also wenn wir mal das Bedürfnis haben, da irgendwelche näher ranzuholen, es ist nicht weit entfernt. Ist hier irgendwo ein bisschen Kies? Ein bisschen Kies, das fände ich gar nicht mies. Das Kies, danke. Essen wir mal noch ein Schweinekotelett. Jetzt haben wir nur noch Steaks. Es ist ja hier. Luxusprobleme.
So. Ach ja, Eisen. Was auch sonst. Haben wir direkt mal ein bisschen Eisen gefunden? Können wir uns natürlich gönnen. Haben wir ja lange nicht mehr gemacht. So, schön da mitnehmen. Ja, das reicht ja erstmal. So schönes Holz ist es ja nicht. Ich hatte echt gedacht, wir hätten hier so ein richtig schönes Schwarzeichenfeld, aber. Naja. Aber haben wir nicht. Nee, sind halt nur Fichten. Ja, dann müssen wir nochmal auf eine Expedition gehen, sagst du? Ja, da müssen wir halt aber ein richtiges Biom finden. Ja, gut, das. Hui! Der, Twilight Forest ist in der Mod, gell? Das ist nicht im Vanilla drin. Sagt mir zumindest jetzt nichts, Twilight Forest. Mir sagt Twilight was? Diese Filmbuchreihe? Aber Twilight Forest, nö. Aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt, ne? Na, ich bin mir halt auch nicht sicher. Das letzte Mal Minecraft gespielt habe, habe ich nie im Leben einen Dschungel gesehen und wir haben sehr danach gesucht, also. Endlich jemand, der sich mit dir auf deinem Niveau unterhält. Ja. Schafe sind einfach toll. Immer für Gespräche offen. Meine, wir könnten auch für die nächste Expedition mal sagen, wir gehen in Nether, laufen da entsprechend weit, dass wir ein neues Portal bekommen und gehen dann da wieder raus. Einfach mal um Strecke zu machen, sozusagen. Ja, ging ja auch. So. Die Frage, was Beton oder Zement? Es war Trockenbeton. Grün, ne, schwarz, ne, rot, ne, rosa, ne? Gelb, orange, hellblau, grau. Braun wollte ich jetzt, ne, türkis sieht halt auch geil aus. Aber jetzt für den Keller vielleicht nicht gerade oben. Das hellgrau, ne, ich hätte schon gerne das dunkle Grau. Ich glaube, das könnte ganz passend sein. Ja. Mal kurz mal warten. Muss wissen, ich nehme mal an, man braucht grauen Farbstoff einfach. Hellblau, grau. Ah ja. Den kriege ich wahrscheinlich, indem ich schwarz und weiß mische. Wäre so meine Vermutung. Weiß kriege ich. Würde auf jeden Fall Sinn machen, ja. Ja, ne? Haben wir noch irgendwo Tintensäcke? Nope. Das ist die Netherkiste, das ist, nix. Hier, Tintensäcke. Aus denen können wir doch, glaube ich, hier schwarzen Farbstoff machen. Dann machen wir hier weißen und weiß und schwarz. Aber Moment, das ist erst Knochenmehl. Grauer Farbstoff. Jetzt können wir graues Glas machen. Nice. Dinge, die ich schon immer mal tun wollte. Jo. Lass mich raten, es war genau andersrum. Nö, war es nicht. Cool. Jo. Jo. Einmal Wasser haben wir, perfekt. Es wird relativ schwer sein, das an der Decke zu platzieren, solange es trocken ist. Dementsprechend platzieren wir es natürlich nicht an der Decke. Im trockenen Zustand. Sondern platzieren es hier draußen. Wenn wir dann soweit sind, nehmen wir uns einen Wassereimer, kippen den da kurz rein,
Und dann können wir das alles ganz getrost hier abbauen. Und haben entsprechend unseren Beton. War jetzt blöd, dass wir hier unten einen drin hatten, aber das können wir ändern. So, geändert. Genauso lange hat die Spitzhacke noch gehalten, machst du nix. Ich hab nicht mal mehr eine einstecken, das ist unpraktisch. Ich hätte natürlich erstmal nur am Rand testen sollen, dass die Abstände stimmen, bevor ich das jetzt das ganze Dach versuche. Ja. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich jetzt dann, wenn ich hier so weitermache, nicht da oben an meinem geplanten Endpunkt ankomme. Weil ich falschen Rhythmus steige hier. Das könnte sein. Finde ich okay. Finde ich jetzt nicht ultra krass, aber finde ich okay. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Tintenfischis. Was wir auch brauchen, ist Zeit. Einen neuen Termin für die nächste Session, denn diese Folge ist zu Ende. Ja, dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, schaltet beim nächsten Mal auch mit ein und bleibt gesund. Bye, bye. Auf Wiedersehen.